Hier nicht, mein Gottschalk. Hier ist es heute Nachmittag um kurz nach 17 Uhr zu einem Brand von zwei nebeneinander stehenden Lagerhallen gekommen. Eine Pkw-Autoverwertung und ein Schreinereibetrieb standen beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits im Vollbrand. Es wurde sehr zügig eine umfangreiche Brandbekämpfung eingeleitet, wodurch auch das Übergreifen auf einen dritten papierverarbeiteten Betrieb verhindert werden könnte. Zwischenzeitlich waren rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr Kerpen hier an dieser Einsatzstelle, sowie auch diverse Sonderfahrzeuge aus umliegenden Kommunen. Derzeit beginnen wir mit den Nachlöscharbeiten sowie der Kontrolle der Einsatzstelle mittels Wärmebildkameras. Nein, es gab keine Verletzten, sowohl keine Privatpersonen als auch Einsatzkräfte. Von der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Ich habe die Verteilung, ich habe die Verteilung, ich habe die Verteilung, ich habe die Verteilung, ich habe die Verteilung.